In seinem Roman oder Roman-Essay Die Ästhetik des Widerstands zeichnet Peter Weiß den Horror des Faschismus nach und die Utopien und Fehler der Linken im antifaschistischen Widerstand. Den namenlos bleibenden Ich-Erzähler, einen jungen deutschen Arbeiter, hat Weiß mit seiner eigenen Wunschbiografie versehen. Der erste Textausschnitt thematisiert die Spaltung von Sozialdemokraten und Kommunisten und deren Folgen für den Aufstieg des Faschismus. Doch war den Führenden, fragte mein Vater, wirklich an Einsichten gelegen, die ihre eigenen Fehler an den Tag brachten? Vermochten sie es überhaupt, sich der Selbstkritik zu unterziehen, mit den Gründen des Zusammenbruchs auseinanderzusetzen? Solange das Ungelöste weiterbestand, konnte ein Neuaufbau der Arbeiterbewegung nicht gelingen. Und mit dem Aufruf zur Volksfront musste sich ein Klang von Hohlheit verbinden. Und so hatten wir denn hier draußen im Exil Ausschau zu halten nach Zeichen, wem es zuerst gelingen würde, den inneren Zerfall zu überwinden. Während die alte sozialdemokratische Schule mit ihren Lehrern Welz, Vogel, Ollenhauer, Stampfer oder Hilferding auch weiterhin ein gemeinsames Vorgehen von sich wies, nahmen jüngere Sozialdemokraten und Mitglieder von Splittergruppen Kontakt mit der Kommunistischen Partei auf. Es geht nun um die blutige Niederschlagung der durch den sozialdemokratischen Polizeipräsidenten Zörgiebel verbotenen Demonstrationen vom 1. Mai 1929 in Berlin, die mehr als 30 Tote forderte und den Riss zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten zementierte. Wenn ich am Wochenende von der Scharfenbergschule nach Hause kam und über die Flugstraße ging, dachte ich mir jedes Mal die Möglichkeit neu aufbrechender Kriege aus. Ich begann zuerst instinktiv, dann unterstützt von theoretischen Einsichten, den Mechanismus zu begreifen, der uns immer mehr in die Enge drängte, der uns unsere Stimmen berauben wollte und am 1. Mai 1929 zu einer Entladung geführt hatte, die nur Vorbereitung für weitere heftigere Schläge sein konnte. Ich sah den Widerspruch zwischen der vergebenen Verfassungstreue der Sozialdemokratie, der Hoffnung der Werktätigen, in dem bestehenden System zu einer Befreiung finden zu können, und dem Ausbau der Festung, von der aus die Angriffe gegen die Arbeiterklasse geführt wurden. Ich erinnerte mich, wie ich hin und her gerannt war in der Küche. In dieser Küche, durch deren Fensterritzen der Ruß vom Bahnhof drang, deren Tisch, deren Fußboden im Sommer, wenn wir das Fenster offen halten mussten, nach einer Stunde schon von einer schwarzen Staubschicht bedeckt waren. Und wie ich mich fragte, wie meine Eltern in ihrer Partei noch eine Gewähr für die Verbesserung der Lebenslage, die Veränderung der Produktionsweisen sehen konnten. Warum hatten die Arbeiter im Mai 29 nicht endlich die Rotationspressen der Zeitungen zerschlagen, in denen sie täglich beleidigt wurden? Während des spanischen Bürgerkriegs, in dem er sich als Sanitäter am Kampf gegen Franco beteiligt, erfährt der Erzähler von Stalins Schauprozessen gegen vermeintliche Abweichler. In dieser Zeit konnte jeder Tag historisch genannt werden. Jeder einzelne das Produkt einer Leistung von vielen, die zur Entscheidung drängten, prallvoll mit Ereignissen, von denen die Zukunft der Nation, der Kontinente, der ganzen Welt abhing. Doch übermächtig waren die sich befehlenden Kräfte zwischen dem 2. und dem 15. März zu spüren. Es war kaum möglich, die verschiedenen Schichten der Geschehnisse auseinanderzuhalten. In unsere Schritte, unsere Handlungen drangen ständig die Bilder aus den Zentren ein, in denen sich Macht und Gewalt verdichteten. Wir überwachten für unseren Nachrichtendienst die englischen, französischen und tschechoslowakischen Radiomeldungen. Skandinavische Kurzwellensender unterrichteten uns und die deutschen Rundfunkstationen, deren tönendes Triumphieren von Krieg zu Worten übersetzt wurden, aus denen der Sachverhalt andeutungsweise hervorging. Was wir erfuhren, waren unzusammenhängende Signale, Morsezeichen, Fingerzeige, die erläutert werden mussten. Gleich außerhalb des Kremls, am Marx-Prospekt, im Gewerkschaftshaus, im frühen Clubgebäude des Adels, zwischen den Marmorsäulen des Festsaals, zwischen den azurblauen Wänden und den riesigen Gehängen der Kronleuchter saß Bukharin auf der Estrade, zusammen mit Rykov, Krestinsky und Rakowski und den anderen Angeklagten, und bekannte sich als Führer der Konterrevolution, deren
Anliegen es gewesen war, den Kapitalismus im Sowjetstaat zu restaurieren. Krieg sah ihn, wie er 3,5 Jahre zuvor dort oben am Pult seine große Reden hielt, während der ersten All-Unions-Kongresse. Der Schriftsteller, seiner Rede auf die Freiheit der revolutionären Kunst, auf die bedingungslose Offenheit der Form, seine Worte hatten etwas Hartgeschliffenes, Kristallisches. Sie enthielten eine Vision, nicht im meditierenden Sinne. Es war eine feurige Attacke, ein Gefecht, ein Parieren. Es war eine Vision, die sich auf heftige Debatten ergab. Ein Einschlagen auf Engstirnigkeit und Dogmatismus, auf die Kunstgewerbler des historischen Idealismus. Eine Absage an alle Direktiven, ein Ruf nach Entfaltung der Individualität. Zu sehen wäre nur das lächelnde Gruppenbild einer verantwortungsvollen Elite. Immer wieder, wenn ich versuchen würde, etwas von der Zeit, die mit dem Mai 45 beendet wurde, zu schildern, würden sich mir die Folgen aufdrängen. Über die Erfahrungen, die durchsetzt waren von Tod, würde sich die grell kolorierte, längst wieder von Folter, Brandschatzung und Mord geführte Zukunft legen. Immer wieder würde es sein, als sollten alle früheren Hoffnungen zunichte gemacht werden von den später verloren gegangenen Vorsätzen. Und wenn es auch nicht so werden würde, wie wir es erhofft hatten, so änderte dies doch an den Hoffnungen nichts. Die Hoffnungen würden bleiben. Die Utopie würde notwendig sein. Die Nesthäkchen-Romane der Berliner Autorin Else Uri beschreiben eine heile Welt. Else Uri war keine Radikale. Widerstand nicht ihre Sache. Sie wurde ermordet, weil sie Jüdin war. In der Uri-Biografie Nesthäkchen kommt ins KZ befasst Marianne Brenze sich mit dem Leben der unbekanntesten Bestseller-Autorin Deutschlands und ihrem Tod in Auschwitz 1943. Yom Kippur 1941. In der überfüllten Synagoge in der Levetzow-Straße in Moabit, eine der wenigen Kultstätten, wo sich nach dem Pogrom noch Juden versammeln durften, fand wie jedes Jahr an diesem höchsten Feiertag ein Gottesdienst statt. Else Uri wohnte nicht weit von dieser Synagoge und es könnte sein, dass sie die Gemeinschaft ihrer jüdischen Leidensgenossen dort suchte. Dieser Gottesdienst aber war der letzte in der Synagoge. Anschließend forderte die Gestapo ultimativ vom Synagogenvorstand den Schlüssel und die Synagoge wurde ab sofort Sammellager für Deportationen. Noch am gleichen Abend wurden die Angestellten der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland gezwungen, Listen mit zu deportierenden Juden zusammenzustellen, Verpflegung und medizinische Betreuung zu organisieren. Dieser ersten Deportation folgten weitere. Schlag auf Schlag. Ein Angestellter der jüdischen Gemeinde berichtet. Die Transporte umfassten immer 1000 bis 2000 Personen, welche sich meist in den späten Abendstunden bereithalten mussten und von Glaubensgenossen aus der Wohnung abgeholt und zum Sammelplatz geleitet wurden. Dieser war in der letzten Zeit in der Synagoge Levetzow-Straße. Dort saß ich mit einem Stab von Mitarbeitern die ganze Nacht, um Vermögensverzeichnisse aufzunehmen und Listen zu führen. Nie werde ich die Nächte vergessen, die ich dort verbringen musste. Herzzerreißende Szenen spielten sich ab. Stets kam es zu Selbstmorden oder Versuchen hierzu. Manche Frauen stürzten sich von der Empore auf den Marmorfußboden herab. In der Presse Berlins stand nur eine kurze Notiz. In den letzten Tagen haben viele Juden unter Hinterlassung von Schulden Deutschland fluchtartig verlassen. Am 12. Januar 1943 wird Else Uri mit der Welle XL unter der Nummer 638 nach Auschwitz deportiert. Der Standort im Grunewald, wo die Waggons nach Auschwitz abgingen, ist bekannt. Else Uri wurde im Konzentrationslager nicht als Gefangene registriert.
Das bedeutet, dass sie wahrscheinlich auf dem Transport im Viehwaggon gestorben oder direkt von der Rampe aus in die Gaskammer getrieben und ermordet worden ist. Else Uhrichs Familie hatte am 6. Januar 1943 zuletzt von ihr gehört. Ausgeschlachtet wurden Else Uhrichs Vermögen, beziffert auf 222 Reichsmark 70, und ihr Ferienhaus Nesthäkchen in Krummhübel im Riesengebirge. Die Deportationsakte Else Sarah Uhri ist im Landesarchiv Berlin aufbewahrt. Der brutale Bürokratismus der faschistischen Machthaber spiegelte sich in jedem Formblatt und in jeder Verfügung. In Krummhübel weiß die Verwaltung auch schon Bescheid. Der zuständige Regierungspräsident in Liegnitz informiert den Oberfinanzpräsidenten in Berlin am 1. Juni 1943 wie folgt. Nach Mitteilung der Staatspolizeistelle Berlin ist die genannte Jüdin im Januar dieses Jahres evakuiert worden, 4023027. Im Mai 1944 richtet der Oberfinanzpräsident Niederschlesiens über den Betreff Verwaltung und Verwertung des Vermögens von Reichsfeinden hier Else Sarah Uhri an den Oberfinanzpräsidenten Berlin-Brandenburg Vermögensverwertungsstelle folgendes Schreiben. Durch Schreiben vom 16.03.43 haben Sie mir das Grundstück Krummhübel, Haus Nesthäkchen, zur Verwaltung und Verwertung übertragen. Der Bürgermeister von Krummhübel hat einen Antrag auf unentgeltliche Übertragung des Grundstückes auf die Gemeinde Krummhübel aufgrund des Führererlasses vom 29.05.41 vorgelegt. Der Bürgermeister von Krummhübel wird das Haus bekommen haben, aber nicht für lange. Seit 1945 heißt der Ort Karpacz und liegt in Polen. Erika Fischers Buch Emé und Jaguar ist die Geschichte einer Liebe zwischen zwei Frauen. Lilly ist Hausfrau, Mutter und zunächst nationalsozialistische Mitläuferin. Ihre Liebesbeziehung zur Jüdin Felice, mit der sie etwa ein Jahr zusammenlebt, endet 1944 abrupt mit der Festnahme und Deportation von Felice. Das Tagebuch von Lilly Wust, das eine wichtige Quelle für Erika Fischers Buch darstellte, kann in der Dauerausstellung des Jüdischen Museums eingesehen werden. Im ersten Textausschnitt geht es um die Schule, die Felice Schragenheim, von Lilly Jaguar genannt, besuchte. Die Johanna von Putkammer Oberschule für Mädchen heißt heute Hildegard Wegscheider Oberschule. Hildegard Wegscheider war bis 1933 preußische Landtagsabgeordnete der SPD. An die 58 jüdischen Schülerinnen, die 1937 die Schule besuchten, wird weder in der Schulchronik von 1989 noch mit einer Gedenktafel erinnert. Aus einem Liebesbrief von Lilly an Felice vom Dezember 1943. Ich erhoffe mir vom nächsten Jahr so viel, vor allem endlich ein ruhiges Leben, schreibt er mir am 27. Dezember an Jaguar. Ein Leben für dich und merke es dir, damit du es noch einmal schriftlich hast. Ein glückliches Leben, nur mit dir. Bist du nun zufrieden? Ach, du eifersüchtiges Mädchen. Du denkst, ich schreibe an meinen Hansel. Du dummes, dummes Mädchen. Du weißt eben doch nicht, wie sehr ich dich liebe. Und eigentlich ist das auch gut. Denn wenn du wüsstest, du hättest mich zu sehr in deinen Fängen, du alter Jaguar, du. Eins ist nur wichtig. Bald, sehr bald werde ich in deinen Arm liegen. Das heißt in deiner Pfote. Und dann bin ich der glücklichste Mensch auf Gottes Erdboden. Dann hört für mich aller Kummer und alle Sorgen auf. Und ich bin geborgen vor allem Leid der Welt. Ach du, mein Liebling mit deinem weißen Rollpullover. Was kümmern uns andere? Wir sind uns selbst genug. Wir brauchen niemanden, nur uns. Und das allerdings ganz. Lilly wird von der Gestapo verhört. Und im Glauben gelassen, die einige Monate zuvor verhaftete und bereits nach Theresienstadt und dann nach Auschwitz deportierte, Felice werde ebenfalls verhört. Lillys Tagebuch, 18. Dezember 1944. Vier volle Stunden haben sie mich gequält, gemartert mit ihren Fragen. Zwischendurch war eine halbe Stunde Luftwarnung. Man ließ mich nicht aus den Klauen, obwohl diese Unmenschen doch wussten, dass meine Kinder alleine zu Hause waren und krank. Was ich mich geängstigt habe. Mehrmals hat man mir höhnisch gesagt, ja, das haben sie nun davon.
Ach du Süße, was ist das gegen dich? Zunächst haben sie meinen gesamten Lebenslauf abgenommen und dann unsere ganze Geschichte von vorn bis hinten durchgekaut. Fragen, nichts als Fragen. Hinterhältige, gemeine, boshafte, freundliche, gewollt wohlmeinende und niederträchtige Fragen. Fragen, Fragen, Drogen, Drogen und Versprechungen. Ich glaube, du wärst zufrieden mit deiner Emmy. Sie hat die Probe gut bestanden. Die Verhöre gehen weiter. Geschlechtliche Beziehungen hatten Sie keine zu der Jüdin, fragte sie mit leiser, vertrauenheischender Stimme. Lili antwortete mit einem verständnislosen Lächeln und einem ungläubigen Nein. Von lesbischer Liebe kann zwischen uns nicht die Rede sein, wird ihre Antwort dann im Protokoll festgehalten. Sie wissen genau Bescheid über Lillis tägliche Päckchen an Felice. Geschrieben, erzählt Lilly, habe sie der Schragenheim ungefähr 5-mal. In dem dicken Aktenordner erblickt Lilly einige ihrer eigenen Postkarten. Jaguars grüne Tinte ist unverkennbar. Also hat Felice ihre Karten nie erhalten. Und nun haben sie doch genau gewusst, dass du nämlich ein ganz entzückendes Judenmädchen bist, ergänzt Lilly in ihrem Tagebuch. Danach habe sie nichts mehr von Felice gehört. Was Lilly zu ihrer Entschuldigung vorzubringen habe? Es ist für mich entsetzlich gewesen, meine beste Freundin, ich verbitte mir das, auf diese Weise zu verlieren. Auch die Kinder haben sie sehr geliebt. Dann kommen sie auf Lillys Scheidung zu sprechen, auf den armen Mann an der Front. Glauben sie ja nicht, dass wir ihnen Glauben schenken. Die Schragenheim hat uns das alles ganz anders erzählt. Die hat es ja noch nicht mehr nötig, sie jetzt noch zu decken. Lilly hält durch. Zum Schluss geht Burkhard hinüber, um sich mit dem Pulk der SS-Uniformen zu beraten. Nach einem geräuschvollen Palaver strömen sie herein und Lilly muss unterschreiben, dass sie wegen judenfreundlichen Verhaltens eigentlich ins KZ gehöre, aber ihre 4 unmündigen Kinder wegen und dass sie bei der geringsten Kleinigkeit auch gleich dahin wandern würde, etc. etc. Lilly spürt die Wut der Nazischergen über ihre Gelassenheit, auch noch als sie mit KZ drohen. Und dann darf sie nach viel zackigem Hin- und Hergerenne von einem Zimmer ins andere tatsächlich nach Hause. Nur aus Rücksicht auf ihre armen, unschuldigen Kinder. Es folgt ein Eintrag aus Lillys Tagebuch vom April 1945. Sie wartet noch immer. Felice ist zu diesem Zeitpunkt schon tot. Sie starb vermutlich bereits im März auf dem Weg vom KZ Großrosen nach Bergen-Belsen. Mein Liebling, ob nun bald die Stunde unseres Wiederfindens schlägt, seit heute Morgen ist der Teufel los. Volkssturm und Soldaten müssen sich in Spandau melden. Ab morgen wird der gesamte Verkehr stillgelegt. Alle Räder sind beschlagnahmt worden, unsere natürlich nicht. Ich war einfach nicht zu Hause. Eine Viertelstunde habe ich grässlich hinter der Tür gezittert. Dein liebes Rad, um das wir bei deiner Vernehmung am 23.08.44 in der Schulstraße so gekämpft haben, will ich nicht hergeben. Lieber schmeiße ich ihnen mein eigenes in den Rachen, aber auch erst dann, wenn ich es halb zertrümmert habe. Lillys Tagebucheintrag, nachdem sie am 21.09.1981 das Bundesverdienstkreuz erhält. Als sie mir den Orden verleihen wollten, war mein erster Gedanke, ablehnen, davon kommt Felice nicht wieder. Aber dann dachte ich, vielleicht ist in Felices Sinn. Am Tag der Verleihung habe ich es in der FEMA gar nicht gesagt, hab nur einfach gefehlt an dem Montag. Ich wollte dieses Aufsehen nicht haben, aber es stand ja dann in allen Zeitungen. Die Medien haben mich bald verrückt gemacht. Ich habe alles abgelehnt damals. Ich wollte keine Sensation sein. Gott behüte. Wie die Leute sich dann verhalten haben, das war schon eigenartig. Die Leitung, die war ganz prima. Diese Vase hier voller Rosen haben sie mir geschenkt. Aber bei Menschen, mit denen ich regelrecht befreundet war in der Spinne, habe ich eine Reaktion gespürt, die ich nie erwartet hätte. Die meisten haben sich innerlich von mir abgewendet, auch hier in meiner Wohngegend, nicht wahr? Nicht, dass sie mich nicht mehr grüßten, aber man merkte es doch. Ich war gezeichnet und ich kann mich nicht davon erholen. Damit sterbe ich auch. Das war der Grund, warum ich mich so vollständig zurückgezogen habe. Ich habe niemandem mehr getraut, niemandem. Es will heute doch keiner gewesen sein. Die Menschen haben sich nicht geändert. Die jedenfalls nicht.
Der 1924 in Berlin geborene Stefan Dörnberg floh 1935 mit seiner Familie nach Moskau. Am Tag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion meldete er sich freiwillig zur Roten Armee und betrat im April 1945 als junger Offizier wieder Berliner Boden. In seinen Erinnerungen Moskau, Selo, Berlin erzählt er seine Geschichte und beschreibt, wie er den 8. Mai 1945 erlebte. Stefan Dörnberg setzte seine Kraft in die Bewahrung des Antifaschismus. Nach dem Zusammenbruch der DDR blieb er sich selbst treu. Stefan engagierte sich bis zu seinem Tod am 3. Mai 2010 zunächst in der PDS und dann in der Partei Die Linke, unter anderem als stellvertretender Vorsitzender des Ältestenrates. Am 8. Mai bat mich der Major Popov, nochmals in die Mansurenallee zu fahren. Ich sollte ihn unterstützen, falls seine Kenntnisse der deutschen Sprache nicht ausreichen sollten. Nähere Details erfuhr ich von ihm nicht. Er sagte nur, dass er den Auftrag erhalten habe, ein intaktes Tonbandaufzeichnungsgerät dort ausfindig zu machen und dieses nach Berlin-Karlshorst zu bringen, wo sich der Stab der 5. Stoßarmee und damit des Stadtkommandanten von Berlin befinde. Warum General Bersarin ein solches Gerät benötigte, sagte er mir nicht. Wusste es wahrscheinlich auch selbst nicht. Damals war es ja üblich, möglichst wenige in militärische oder andere Geheimnisse einzuweihen. Mithilfe des Nachrichtenoffiziers wurden dann einige Geräte ausgewählt. Auf dem kürzesten Weg wollten wir nach Karlshorst fahren. Das war gar nicht so leicht. Der westliche Teil der Stadt war zwar weniger zerstört, sodass wir ohne größere Umwege und auch zügig über die Heerstraße und die ganze Ost-West-Achse bis zum Brandenburger Tor kamen. Die Linden waren durch die noch nicht ganz aufgeräumten Trümmer schon weniger passierbar. Einen noch schlimmeren Anblick bot die Frankfurter Allee. Nicht nur zerschossene Panzer und Autos blockierten den Weg. Der Schacht der U-Bahn war an mehreren Stellen aufgerissen oder durch Bomben beschädigt. So gab es viele Umleitungen, die zudem oftmals schlecht oder gar nicht ausgeschildert waren. Zumindest ich ahnte noch immer nicht, warum wir an diesem 8. Mai nach Karlshorst fahren sollten. Erst als wir dort ankamen und ungewöhnliche Absperrungen oder doch auffallend viele Kontrollposten erblickten, sowie die Geräte ablieferten, erfuhren wir, wozu die Tonbandgeräte benötigt wurden. Jetzt wurde uns auch die Bedeutung des Siegestors mit den vier Flaggen der Sowjetunion, Frankreichs, Großbritanniens und der USA erst klar. In wenigen Stunden sollte hier die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht und damit des Dritten Reichs unterzeichnet werden. Das sollte wohl auf ein Tonband aufgenommen werden. Die Urkunde über die bedingungslose Kapitulation wurde kurz nach Mitternacht unterzeichnet. Als bereits am 9. Mai 1945, wenn man die im Stab von Marschall Schukow geltende Moskauer Zeit zugrunde legt. Nach mitteleuropäischer Zeit war es in Berlin am 8. Mai um genau 22 Uhr und 43 Minuten. Die ganze Prozedur hatte nur kurz gedauert. Die anschließende gemeinsame Feier in Berlin-Karlshorst zog sich dagegen bis in die frühen Morgenstunden hin. Doch da war ich schon längst wieder in unserem Quartier in Johannisthal, wo ohne jede Anweisung ein Freudenfeuerwerk einsetzte, das Soldaten verschiedener Einheiten, vor allem aber der Flak, ausgelöst hatten. Ansonsten verlief aber diese Nacht beeindruckend ruhig. Der Krieg hatte ja bei jedem Folgen hinterlassen, sicher unterschiedliche. Doch hier in Berlin kann ich mich nicht an einen solchen durchaus berechtigten Freudentaumel erinnern, wie er in Moskau und London, in Paris und New York ausbrach und in Dokumentarfilmen verewigt worden ist. Überall in Europa, in der ganzen Welt, herrschte eine freudige Stimmung. Der furchtbarste Krieg aller Zeiten war unter den gemeinsamen Schlägen der Streitkräfte der Anti-Hitler-Koalition zu Ende gegangen. Gefeiert wurde der Tag des Sieges, der Befreiung, damit die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden, gewährleistet durch die im Krieg bewährte Zusammenarbeit der UdSSR, der USA und Großbritanniens, aller Staaten und Nationen, die sich erst wenige Tage zuvor zu der Organisation der Vereinigten Nationen zusammengeschlossen hatten.